Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, es ist wieder soweit. Die wahrscheinlich größte Schnäppchenjagd im deutschen Teleshopping beginnt genau jetzt. Unsere 10-Euro-Überraschungsshow. 10-Euro-Überraschung heißt... Alle Produkte, die Sie jetzt sehen in der nächsten halben Stunde, kosten 10 Euro. Und die Überraschung ist nicht nur auf Ihrer Seite, sondern auch wir beide haben keine Ahnung, welche Produkte heute auf uns zukommen. Aber eine Person haben wir, die weiß das, und das ist Diana. Und ich würde sagen, die rufen wir gleich mal, Carsten. Aber sehr gerne noch. So, tschakka. Und dann schauen wir mal, was sie so in ihrem lilanen Kartönchen damit sich rumträgt. Schönen guten Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Und eine goldene Regel haben wir noch. Wenn Ihnen ein Produkt gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5-mal bestellen. Ja. Oh, jetzt ja. Haben wir ein Das ist aber mal ein Kaliber hier. Guck mal hier. Guck mal, das ist mal ein richtig dickes Ding hier. Ja. Eine wunderschöne Gartenbeleuchtung. Und das scheint mir ein richtig hochwertiges Material zu sein. Ist das Alu oder ist das Edelstahl? Das ist echter Edelstahl. Und ich habe gerade zum ersten Moment habe ich sofort an den Leuchtturm denken müssen. Ja. Und jetzt lese ich hier, wie die Wegeleuchte heißt. Edelstahl, Solar, Wegeleuchte, Leuchtturm. Mit natürlich Dämmerungssensor. Du, aber das ist natürlich hochwertig hier. Absolut. Sehr hoch, das sieht man hier, knapp 40 cm hoch. Schick. Sehr stabil. Natürlich witterungsbeständig, das muss man auch sagen. Aber das ist natürlich, das ist mal beeindruckend. Das ist ein Hauch von Luxus, oder? Ja, in der Tat. Das war auch mein erster Gedanke. Ja, sieht sehr, sehr edel aus durch diesen Edelstahlkorpus jetzt oben, durch das Leuchtturmelement im oberen Teil. Und vor allen Dingen ist es natürlich wieder mal ein absolutes Highlight, weil du kein einziges Kabel verlegen musst. Richtig. Was ja für viele gerade im Außenbereich immer so ein Thema ist. Ja, da müssen natürlich Steckdosen entsprechend wasserdicht sein. Dann muss das ganze Stromgebimse und so weiter da hingelegt werden, wo man es haben möchte. Braucht man nicht, weil wir hier ein schönes Solarpanel oben drauf haben. Schönes Großzügchen. Das sorgt eben tagsüber dafür, dass der Akku für die Beleuchtung aufgeladen wird. Dämmerungssensor ist auch mit drin, das heißt automatisch dann, wenn das Licht so weit runtergegangen ist, dass ein Licht Sinn macht, geht die Lampe automatisch an und leuchtet über die halbe Nacht durch. Ja, wir sehen was hier im Dunkeln und wir haben es ja schon im Hellen gesehen. Das macht selbst im Hellen einen unglaublichen Eindruck, leuchtet dann natürlich nicht durch den Dämmerungssensor. Das geht nur, wenn es dunkel wird, aber das macht auch tagsüber einen unglaublichen Eindruck. Und jetzt mal zwei nebeneinander, eben links, rechts von der Terrasse, vom Ausgang, vom Hofeingang oder ähnliches. Also hier würde ich auf jeden Fall sagen, mindestens zwei bestellen. Ja, bis zu 5-mal dürfen Sie zugreifen. Und Doris aus Schildau schreibt uns, einfachster Aufbau, leuchtet sehr lange und macht ein angenehmes Licht. Ja, pass auf, Achtung, jetzt. Ja, stellen wir es mal runter. Wir nennen es intern noch Thronbeleuchtung. Auf jeden Fall, ich nehme 4 Stück, ja? Das ist schon ein bisschen macht weg. Ich könnte mir das auch, wenn man so eine Erdterrasse hat, so einfach an der Begrenzung, 2, 3, 4, 5 Stück, je nachdem, wie man den Abstand wählt. Das sieht unglaublich edel aus. Oh lala. Also ich muss ehrlich sagen, gefällt mir unglaublich gut. Schwer begeistert, also von der Materialqualität, hat also auch eine Wertigkeit, wenn man es anlangt, wenn man es anfasst. Sehr schön gemacht, auch im oberen Teil, der komplette Kopf. Man kann es eben auch zwischendurch abschalten, wenn man möchte, aber es passiert eben alles automatisch. Das heißt, man sucht sich ein schönes Plätzchen raus. Ich denke, Erdspieß wird auch dabei sein. Richtig. Dass man es überall dort fixieren kann, wo man möchte. Logischerweise kann man den Fuß auch anschrauben, wenn man das Ganze jetzt auf Steinen zum Beispiel oder mal auf einer Holzterrasse oder sowas fixieren möchte. Und dann hat man ganz einfach Ruhe. Man stellt es hin und alles andere erledigt die Natur. Das Tageslicht ganz einfach über das Solarpanel und die Beleuchtung erledigt dann den Rest. Wenn es dann Richtung Dämmerung geht, geht das Ganze automatisch an und leuchtet wirklich auf eine sehr, sehr schöne und sehr spektakuläre Art und Weise. Also gerade für den Außenbereich könnte ich mir vorstellen, wenn du so einen etwas längeren Aufgang hast, eine schöne große Terrasse, dann macht sowas natürlich auch mal Sinn, wenn du mal 3, 4, 5 Stück so in der Reihe mit einem gleichmäßigen Abstand hinstellst. Schöner Artikel. Du, meine Tochter hatte in ihrer früheren Wohnung so eine Erdterrasse. Und da bist du, wenn du rausgehen wolltest oder von der Terrasse runter, waren 2, 3 Stufen. Bei Dunkelheit hast du nichts gesehen. Auch in so einem Fall einfach links eine, rechts eine. Dann hast du auch die Stolperfalle eliminiert. Ja. Und es sieht verdammt toll aus. Die Bestellnummer ist die PE6653 und die 569. Ich weiß nicht, was sowas regulär kostet, aber im Lampenfachgeschäft hätte ich jetzt auf 30, 40 Euro getippt. Ja. Hier kostet es 10 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis. Und auch hier, oh, das ist auch eine schöne Idee, auf so einer kleinen Mauer noch mal oben drauf gesetzt. Das sieht natürlich auch toll aus. Aber da sieht man, das macht wirklich überall eine herausragend gute Figur. Und das ist Luxus pur, den man sich aber leisten kann.
leisten kann. Ja, das ist der Punkt. Für gerade mal 10 Euro. Das ist der Grund, warum unsere Kunden so auf diese 10-Euro-Show scharf sind. Weil hier findet man außergewöhnliche Artikel, Dekoartikel, Küchenartikel, Werkzeug und. Mal für ganz, ganz kleines Geld. Und kann sich natürlich dann auch gerne mal 2 oder 3 Stück davon leisten, wovon man normalerweise vielleicht Abstand nehmen würde. Bei 10 Euro für so einen Artikel sagst du gerne auch ein zweites oder ein drittes Mal. Ja. Vielen Dank. Das ist relativ schwer. Relativ schwer. Ja. Schwer? Immer gerne. Oh, ich liebe es. Diana, möchtest du? Radio. Hoppala. Das ist Music for the Masses. So große Radio. Diana, das ist nicht nur ein Radio. Was ist das? Das hier ist ein analoger Weltempfänger. Also warum ich das weiß, ich war als Kind schon Fan von Weltempfängern. Ja. In den 70er Jahren hatte mein Vater einer, das war sein Heiligtum. Also Weltempfänger heißt, man kann hier auch über Kurzwelle wirklich weltweite Programme empfangen. Cool. Wir haben früher immer versucht, asiatische Sender reinzubringen, weil wir die Sprache so lustig fanden. Ja. Und von meinem Vater... Von meinem Vater war es das Heiligtum. Ja, und er hat natürlich immer gemerkt, wenn wir daran rumgespielt haben, weil er die Skala verstellt hat. Ja, ja. Du, aber sowas auch mitnehmen in den Urlaub. Dann hörst du auch, wenn du in Ägypten am Strand liegst, kannst du vielleicht mal deutsche Sender hören. Ja, deine Lieblingssender. Ganz einfach auch mal am Strand. Dann hörst du mal so ein bisschen was von der Heimat. Wo ist der Stau in dem Moment, wo du dich gerade in der Sonne regelst? Was ich persönlich immer sehr, sehr witzig finde, wenn man dann mal so drüber nachdenkt. Ein richtig tolles Gerät mit allem drin, allem dran, was man braucht. Ein 20-Band-Weltempfänger mit der ZX1730 und der 569 und der gefällt auch der Tina aus Berlin. Mhm. Die schreibt uns zu diesem Artikel, guter Weltempfänger mit gutem Sound und Design, leichte Bedienung. Recht hat sie und der Christian aus Geldern ergänzt noch ein kleines praktisches Radio, gut geeignet für Spiel, Sport und Freizeit. Es lässt sich kinderleicht bedienen und die Rauschunterdrückung selbst bei lokalen Sendereinstellungen ist optimal. Ja, jetzt muss man auch sagen, wir haben von Kurzwellen gesprochen, von Weltempfänger. Ja, ja. Natürlich kann ich hier auch UKW und Mittelwelle, also meine Lieblingssender vor Ort, also empfangen. Das kann ich auch im Garten, in der Werkstatt und in der Küche benutzen. Aber toll ist es mal, das probieren Sie bitte aus, einfach mal über Kurzwelle mal durchdrehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und sich überraschen lassen, welche Sender man weltweit reinkriegt und dann mal raten, was das für eine Sprache ist. Das haben wir als Kinder immer gemacht, ja. Oder als Jugendliche. Ja. Ja. Sprachenraten. Schönes Teil, sehr schön. Für die Küche oder eben für andere Stellen in der Wohnung perfekt natürlich auch. Für unterwegs, gerade jetzt zur beginnenden Outdoor-Zeit, werden Sie sicherlich auch mal sehr gerne vielleicht mal zum Baggersee wieder fahren, vielleicht mal ins Freibad oder vielleicht auch ganz einfach mal an den wunderschönen Strand. ZX1730 und die 569 für diesen wunderschönen analogen 20-Band-Weltempfänger für gerade mal 10 Euro. Ich möchte wetten, wenn man es jetzt nochmal in D-Mark umrechnet für 20 Mark, hätte dein Vater wahrscheinlich sofort also, 2-3 Mal zu ihr gegriffen, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine dieser Weltempfänger, den er hatte, war von Grundig. Ja. Ja, damals, gerade Radiotechnik war der ja führend und hat ein halbes Monatsgehalt gekostet. Ja, also damals mehrere hundert D-Mark. Ja. Das ist eine richtige Investition. Für 10 Euro greift man da gerne mal zu. Ja. So. Das ist so ein Ding, das kaufst du einmal, hast du Jahre Freude dran. Natürlich, ja. Ja, Dankeschön, Diana. Bitteschön. Auch wieder so schwer. Ja. Haben wir heute die schwere 10 Euro schon. Ja. Oh ja, das darf auch gerne etwas Gewicht haben, was ich hier habe. Das ist so ein Multitool, wenn ich es richtig, verstehe. Was ist denn da drin? Oh ja, das ist das Multitool mit den Stecknüssen und den Bits. Nee, mit dem Bitsatz drin. Also ich habe das schon mal gesehen. Ich finde allein die Farbe wunderbar. Wow. Also allein als Taschenmesser wäre mir schon 10 Euro wert. Taschenmesser, nicht Multitool, Entschuldigung. Ja, nein, du hast recht, das ist ein Multitool. Mal, ich sage allein das Taschenmesser wäre mir das schon recht. Weil wir haben hier natürlich auch die Bits, 9 Vierkantadapter, 9 Bits mit Vierkantadapter, 6-Kant, Schlitz, Kreuzschlitz, das was man braucht. Dann natürlich ein Messer. Wir haben eine Säge, eine Zange, einen Dosenöffner und einen Flaschenöffner. Das Ganze in einer robusten Gürteltasche aus Nylon. Aber sowas auf dem Ausflug mit dem Fahrrad oder natürlich auch, ich glaube nicht, das ist der Aufsatz, da ist extra einer. Das ist die Zange. Du musst sie weiter drehen, dann hast du die Zange. Du hast recht, da kommt die Zange. Siehst du? Da kommt die Zange, habe ich mich glatt vertan. Wo ist denn hier der Nupsel? Der ist hier an der Seite, ne? Hier, Nase. Also optisch ist das schon ein Leckerbissen. Beim Camping, beim Radfahren, beim Wandern. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, als wir als Kinder wandern waren mit Großeltern, da hat meine Oma immer irgendwann mal ihr Taschenmesser ausgepackt. So, und dann durften auch wir Kinder mal was damit schnitzen. Das war für uns ein Highlight. Apfelschnitze, wenn du unterwegs bist. Nirgendwo schmeckt es so gut wie unterwegs und erst recht nicht, wenn es die Oma auspackt. Also die Äpfel, natürlich. Wo hast du das gefunden, diesen Teil? Wie bitte?
Ah, okay. Ah, komm hier das noch. Das ist so ein Adapter, so ein Adaptero. Ja, da kommt hier oben, die kommen die Bits drauf und du hast hier so einen schönen Bitsatz noch mit dabei. Also auch wenn du mal was reparieren möchtest. Alles für 10 Euro, wow. Das ist ein Hammer hier. Ist eine richtig gute Qualität. Fühlt sich also richtig gut und schwer an. Und dabei auch. Und schwer ist in dem Fall wieder mal ein Kriterium für Qualität. Aber du hast recht, das Messer allein ist schon ein wahrer Hingucker. Ja, und hier eine Dame, nämlich die Maria aus Bischofsheim, schreibt, ich benutze dieses Multitool auch gerne im Garten, denn man möchte ja nicht dauernd zum Geräteschuppen laufen oder eine schwere Tasche mit vielen Werkzeugen herumschleppen. Und kleinere Reparaturen fallen immer mal wieder an. Und die kann man eben damit lösen. Die Bestellnummer für dieses 5-in-1 Multitool mit dem neunteiligen Bitset und der Gürteltasche, das ist die NX7923 und die 569. Und guck, genau das meine ich so, die Stöcke geschnitzen. Ja, wir haben größere, wir haben uns Wanderstöcke auf dem Boden gesucht. Für Stockbrot. Die mussten dann, ja, oder für Stockbrot am Lagerfeuer dann. Und eben diese Stöcke mussten dann natürlich ein bisschen angeschnitzt und begradigt werden. Die Rinde abgemacht mit dem Taschenmesser. Ja. Also das ist natürlich ein absolutes Highlight. Schönes Ding. Also für 10 Euro Spitzen. Also du hast recht, also normalerweise ein Messer in der Qualität ist normalerweise schon teurer. Jetzt hier noch die ganzen Zusatzoptionen mit dabei, allein das Bitset wird sie in einem klassischen Baumarkt schon mehr als 10 Euro kosten. Schönes Ding, auch da gerne bis zu 5-mal pro Person zugreifen. Gerade für den Outdoor-Bereich im Camping brauchst du sowas immer mal. So, jetzt bin ich gespannt. Preisalarm heißt, aber die Stammzuschauer wissen es, hier hat sich jetzt ein Produkt reingeschlichen, was wesentlich hochpreisiger ist im Normalfall. Für Sie reduziert auf 10 Euro, aber jetzt die Begrenzung ein Stück pro Besteller. Ist das so eine Endoskopkamera? Müsste. Deshalb, jetzt erklärt sich auch der Laptop. Jetzt müssen wir mal schauen. Diana, möchtest du, oder sollen wir es mal einstecken? Sollen wir es mal ausprobieren? Mal gucken, ob es gleich funktioniert. Das ist normalerweise Plug and Play. Du zeigst dich von deiner besten Seite. Da haben wir einen USB-Steckplatz. Jetzt müsste es das gleich erkennen. Achtung, Licht geht schon mal. Und jetzt müssen wir nur die Kamera suchen. Ganz kleinen Moment. Aber ich finde sowas richtig schön, wenn man da mal, ich liege dir zu Füßen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir denn? Das ist aber angenehm. Ja. Schauen wir noch mal. Also, ich finde sie gleich. Guck mal, so machen es die Profis. Ja, so sieht man das. Das ist eine Endoskopkamera. Und die ist natürlich deswegen so klasse, weil man überall dort mal hinkommt und mal eben reinschauen kann, wo man normalerweise keine Chance hat. Der Klassiker, glaube ich, der Ring, der vom Finger rutscht oder vom Waschbeckenrand rutscht und mal eben in den Ausguss fällt. Frage ist, ist er noch im Siphon? Lohnt sich der Aufwand, das Ganze abzuschrauben oder ist er schon einmal durchgeflutscht? Wie sieht es im Allgemeinen im Abfluss aus? Im Moment Probleme mit dem Duschabfluss, der ist so ein bisschen verstopft. Da müsste ich an sich auch mal reinschauen, mal gucken, wo denn eigentlich das Problem liegt. Ein flexibles, verstärktes 5 Meter Schwanenhalskabel, nochmal 5 Meter lang. Also da kommt man sicherlich auch mal in eine lange Dachrinne und so weiter rein. Und wenn ich das richtig sehe, ist das nicht Wahnsinn? Das ist meine Qualität. Wow. Du, und 5 Meter, da kommst du überall rein. Überall rein, ja. Übrigens, also mir ist sowas passiert. Ich habe so eine Endoskopkamera, allerdings ein bisschen kürzer leider zu Hause. Weil ich habe umgebaut und habe hinter einem Schrank Schimmel bei mir entdeckt, wo ich es nie vermutet hätte. Und jetzt bin ich mal hinter alle Möbel und habe alles angeschaut. Das geht nur, wenn du nicht alles vorrücken willst mit dem. Ja, ja. Oder Hohlräume mal überprüfen. Schädlingsbekämpfer, die kommen auch, die rücken auch meistens mit einer Endoskopkamera an, um eben Hohlräume mal zu durchleuchten. Ja, ist da irgendwo ein Wespennest oder ähnliches? Oder vielleicht auch die Maus? Ja, Diana nimmt es, um ihre schönen Augen zu präsentieren. Aber da sehen Sie mal. Wirklich, auch die, guck mal, meine Wimpern siehst du so gut. Auch die Qualität ist ja Wahnsinn. Also ein scharfes Bild ab 3 cm Entfernung. Ja, das kommt in etwa hin. Also eine richtig, richtig gute Qualität. Und das hat auch der Werner aus Heckelberg-Bruno erkannt. Mir ist eine LED von einer Handlampe aus der Fassung in den Motorraum bis auf die untere Motorabdeckung gefallen. Durch das Endoskop konnte ich sie ordnen und mit einem Greifer wieder herausholen. Danke. So, als wie das gescheppert hätte, wenn da los wäre. Ja, jetzt schauen wir mal auf Perl.de. Da sehen wir es. 24 Euro für 5 Meter Endoskopkamera ist schon ein Hammerpreis. Wir kommen von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 60 Euro. Aber hier und heute als Preisalarm für 10 Euro. Und ich glaube, das ist auch für Sie die Möglichkeit, auch wenn Sie jetzt aktuell gar keine brauchen, holen Sie sich diese nach Hause. Ich glaube, die nächste verstopfte Rohrleitung oder ein anderes Problem, was sonst nicht lösbar ist, kommt auf Sie zu. Und dann haben Sie hier eben schon die Lösung. Apropos, ein bisschen Werkzeug ist auch noch mit dabei. Spiegel, Magnet und Hakenaufsatz ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Das Ganze, wenn ich das richtig gesehen habe, beleuchtbar oder beleuchtet, 6 stufenlos dimmbare LEDs zur Ausleuchtung. Also wenn schon, denn schon, das komplette Paket, eine Endoskopkamera mit kleinem Werkzeug,
mit Beleuchtung und das Ganze eben ganz einfach mal eben am Laptop verbunden. Natürlich lässt sich das Ganze auch aufzeichnen, was man da sieht, sodass man dann auch nochmal gerne ein zweites Mal in Ruhe schauen kann oder mal vergrößern kann oder wie auch immer man das nehmen möchte. Aber die Qualität ist wirklich überzeugend für gerade mal 10 Euro. Die NX4359 und die 569 selbstverständlich wasserdicht. Ich glaube, das versteht sie an der Stelle von selbst. Schöner Artikel, sehr cool. Und vor allem sehr günstig. Sowas für 10 Euro habe ich persönlich gerade auch mit 5 Metern Länge noch nicht gesehen. Da kannst du auch mal längere Abflussrohre, auch mal wenn es noch nicht verstopft ist, mal überprüfen, wie denn die Rohrleitungen aussieht. Die Möglichkeit hast du ja sonst nicht. So. Ich habe hier ein schwarzes Kästchen. Ja. Oh, diesen Box. Was Schmuckkästchen für Diana. Ja. Ist das dieser Bluetooth? Nee, dieser Nein, wie nennt das? Ist ein technisch unglaublich hochwertiges Produkt. Das ist eine Universal 360 Grad Infrarot-Fernbedienung. Aha. Und zwar kannst du die mit allen Geräten verbinden, die eine Infrarot-Fernbedienung haben, die im Umkreis von 10 Metern stehen. Und jetzt regelst du das Ganze nicht mit 4, 5, 6, 7, 8 Fernbedienungen, sondern alles mit deinem Smartphone. Da gibt es eine kostenlose App und da kannst du alle Geräte, die du hast, die jetzt im Umkreis von 10 Metern stehen, damit dann steuern. Und das nicht nur zu Hause am Wohnzimmertisch, sondern weltweit. Ja, ich habe es gerade richtig gesehen, aber hat der junge Mann hier gerade 4 Fernbedienungen ausprobiert, richtig, und keine davon hat funktioniert. Oh, guck mal, wer ist da? Vielleicht war die richtige einfach nicht dabei. Ja, aber er hätte auch diese 4 Fernbedienungen auch ganz einfach mal zu einer machen können und das eben ganz einfach dann eben per Handy bedienen. Das ist der Nikolaus, aber noch mit deutlich längeren Haaren als er. Da hatte er einen Auftritt als Nikolaus. Also, habe ich gar nicht erkannt, Nikolaus. Hier sehen wir das Ganze ist auch noch kompatibel mit Sprachassistenten. Wer also Alexa oder andere Sprachassistenten zu Hause hat, dann braucht man nicht mal mehr das Handy in die Hand nehmen. Oh, cool. Du kannst das als Skill, heißt das, glaube ich, einstellen. Und da sagst du, Alexa, mach mal den Fernseher an. Alexa, schalt um auf Pearl TV und das oder auf Programm 7, je nachdem, wie sie es eben einstellen. Aber ich finde das toll, dass es mit dem Smartphone geht. Ich meine, ich glaube, jeder kennt diesen Dschungel, den du zu Hause hast. Mhm. Und das geht ja nicht nur für Unterhaltungsgeräte. Jetzt zum Beispiel Klimaanlagen oder Luftkühler haben ja auch eine Infrarot-Fernbedienung. Ja, das heißt, du kannst von unterwegs schon mal zu Hause für frische, für gesäuberte oder für gekühlte Luft sorgen. Cool. Mein Lieblingssatz wäre Alexa stumm. Nein, wenn du irgendwo zu Besuch bist, musst du mal sagen, Alexa, spiel Helene Fischer auf Endlosschleife. So, das können Sie auch mal ausprobieren. Die Bestellnummer ist die NX4519. Nochmal, NX4519 und die 569. Probieren Sie es einfach mal aus. Das ist so ein technisches Highlight. Das kann man für 10 Euro eben mal ausprobieren. Ja, ja. Und wenn dann alles funktioniert, werden Sie zufrieden sein, weil Ihr Fernbedienungsdschungel, so nenne ich das jetzt mal, verschwindet. Die Fernbedienung bitte immer für den Notfall aufbewahren, irgendwo in der Schublade. Aber im Normalfall machen Sie dann in Zukunft alles mit Ihrem Smartphone. Ich habe Nikolaus noch nie mit einem solchen Bart gesehen. Nicht. Nein, mit langen Haaren glaube ich ja, aber nicht mit diesem Bart. Ja, ein ganz anderer Mensch. Unser Nikolaus, der übrigens jetzt gerade Regie macht, ist ein wandlungsfähiger Mensch. Ja, ja. Sehr cool, sehr cool. Das ist, wenn du eine Zeit lang zu faul zum Rasieren bist, dann kriegst du so einen Vollbart. Ja? Und dann hat wahrscheinlich die Mama gesagt, jetzt Bub, wird mal wieder rasiert. Ich würde das Paket nehmen. Ja? Ja. Ich will ein Spielzeug. Ja, ja, ja. Okay. Wieso ich weiß das, was da drin ist? Aber schon wieder so schwer. Hm? Oh, oh, das ist schön. Nein. Oh. Oh, oh, ja. Oh, ja. Oh, das war eine gute Wahl, das Paket zu nehmen. Eine sehr gute sogar. Das ist ein Salz- bzw. Pfefferstreuer, Pfeffermühle. Nein. Salz. Es sind zwei Salz. Es sind zwei. Oh, ist das 15 Euro? Ja. Nein. Boah, ist der Wahnsinn. Ja. Also, Keramikmalwerk, hier stattliche Größe für viel Sachen, die man reinmachen kann, also Größe, mengenmäßig 22 cm und sie ist eben elektrisch. Und sowas sieht doch stilvoll aus, wenn man mal Gäste hat, oder? Ja, absolut. Ist wunderschön, das Teil. Also sieht richtig klasse aus, hat natürlich auch bitte die qualitativen Merkmale, die man bei so einer Optik auch erwarten darf und erwarten sollte. Keramikmalwerk natürlich in der Körnung für Sie einstellbar. So wie Sie es am liebsten haben. Und genau an der Stelle, wo Sie eben das Gewürz verteilen möchten, dann eben auch nochmal eine zusätzliche Beleuchtung, ohne diesen ganzen Schnickschnack mit einer Kurbel drehen oder raspeln oder sonst irgendwas, sondern hier ganz einfach nur aufs Knöpfchen drücken und schon rieselt das Gewürz in Ihrer
Und Manuel, in ihrer Körnung ganz einfach dahin, wo es hingehört. Manuel aus Leinzell bringt es eigentlich auf den Punkt. Salz und Pfeffer schmecken frisch gemahlen einfach besser. Es war ja 70er, 80er, Anfang 90er Jahre noch, war es verpönt, wenn du irgendwo eingeladen warst, ja, nachzuwürzen. Das war eine Beleidigung für den Koch oder die Köchin. Heutzutage ist es akzeptiert, ja, sogar gewünscht, weil jeder eben, und das ist auch akzeptiert, einen anderen Geschmack hat. Der eine möchte mehr Pfeffer, mehr Salz, vielleicht auch irgendwelche schärfenden Gewürzmischungen, die man hier auch reinmachen kann. Mhm. Also ein Zweierset für 10 Euro ist der Wahnsinn. Schon cool. Heute sagt man ja auch, gib mir doch mal die Salzstreuerin. Diana? Na? Diana, isst du gern salzig oder lieber scharf? Salzig und scharf, ja. Salzig? Also ich mag nicht so was Süßes, weil mir etwas salzig ist, ist besser. Und ich möchte nur sagen, dass mit dieser Decke finde ich sehr praktisch. Normalerweise, das steht auf dem Tisch und dann diese kleinen Krümchen, ja, alles bleibt auf dem Tisch. Und hier ist sehr, sehr sauer alles. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für das Zweierset. NX 74, 83 und die 569. Und auch die Grillsaison ist ja vielerorts schon eröffnet worden. Und wenn du da auch Gäste hast, klar, da muss man auch nachwürzen. Und so wirklich mal ein schönes Steak auf dem Grill mit Meersalz, frisch gemahlen und Pfeffer. Ein bisschen grobkörniger. Das ist einfach ein ganz anderes Erlebnis, oder? Das als Zweierset für einen Zehner. Hammer. Zugreifen. Auch gerne bis zu 5 Mal. Also da kann sie wirklich mit eindecken. Finde ich, sieht auch im Regal aus. Ist auch ein schönes Mitbringsel, wenn man eben mal zum Grillen eingeladen ist. Dankeschön. Vielen Dank. Sag mal, heute haben wir lauter so schwere Pakete. Alles so schwer. Nichts Leichtes. Alles so schwer. Uns wird es auch wirklich nicht leicht gemacht. Oh, jetzt geht's um Musik. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert mit dem Auspacken, aber nur, weil da wieder 2 von den Dingern drin sind. Das müsste eine Soundbar sein. Ralf geht heute schon zum 2. Mal in dieser Show auf die Knie. Ja, ich... Beim 3. Mal wirst du verhaftet, mein Freund. Ich muss jetzt nur aus dem Kabelgewehr hier, weil das in die kleine Kiste gezwängt worden ist. Ich mache mal eine Soundbar draus. Das ist die Soundbar. Hier haben wir den Strom, der kommt natürlich normalerweise vom Rechner. Hier und haben wir haben jetzt keine Zeit, ich will die aber nicht hetzen. Ne? Und da haben wir jetzt die Musik. So, so jetzt pass auf. Mal gucken, ob da irgendwas rauskommt. Also, es ist eine 2-in-1 PC-Stereo-Lautsprecher und Soundbar. Die Soundbar-Variante sehen Sie hier. Sie können noch beide Elemente getrennt voneinander aufstellen und ganz einfach rechts und links 2 Stereo-Lautsprecher laufen haben. Auch das funktioniert ganz einfach. Und das Klangerlebnis ist wirklich sensationell mit 10 Watt Spitzenleistung und USB-Stromversorgung. Das hat normalerweise also einen freien USB-Slot. Werden Sie am Rechner, am PC und ganz sicher auch am Fernseher irgendwo haben. Und warum spreche ich die ganze Zeit von einem Fernseher? Da werden Sie sagen, da gibt es auch andere Varianten von Soundbars. Das ist richtig. Wir haben hier aber eine Kundenstimme vom Heinrich aus Essen, der hat genau das gemacht, was ich gerade gesagt habe. Produkt wird von mir als Soundbar für meinen Fernseher im Schlafzimmer genutzt, da dieser eine grottenschlechte Tonqualität hatte. Mhm. Also ist hier natürlich auch möglich. Ja, ja. Also am Rechner, dann eine Soundbar und dann ein Monitor, am Laptop als einzelne Stereo-Lautsprecher. Ja, wir haben jetzt hier provisorisch eine Powerbank ein Smartphone. Das funktioniert natürlich viel besser an Ihrem Rechner. Ja. Da ist er, der Einschalter. Diana hat ihn gefunden. Sie bekommen eine Bedienungsanleitung. Sie müssen nicht suchen. Das ist schon satt, oder? Das ist satt. Guck mal. Satt. Das hat er kaputt gemacht. Hey. Also so neben den Laptop. Absolut. Und als Soundbar vor einem kleinen Fernseher oder natürlich unter den Computermonitor. Ja. Ja. Man hat das ja häufiger, dass man gerne also auch mal auf dem Computer, da hat man auch mal Facebook oder Instagram oder sowas offen, schaut sich mal so ein kleines Video an, nur die Krächzlautsprecher an so einem PC sind natürlich nicht weiter erwähnenswert. Hier hat man nochmal ein ganz anderes Klangerlebnis. Mit allem drin, allem dran, was dazugehört. Und Diana ist begeistert vom Klang. Es geht natürlich nicht nur um Musik. Viele nutzen ja Streamingdienste, um Serien, um Filme zu schauen oder auch um Spiele zu spielen. Und da spielt der richtige Sound natürlich auch eine Rolle. Das gefällt dir jetzt richtig, Diana, oder? Was? Entschuldigung. Das ist so laut. Ich sage, das gefällt dir jetzt richtig, oder? Gefällt und Diana gefällt auch, da können wir sicher sein. Carsten, sagst du uns noch die Bestellnummer? Ja. Also die ZX, schreibe die so an, 1609 und die 569. So, ZX 1609 und die 569 für unsere 2-in-1 PC Stereo Lautsprecher und Soundbar mit 10 Watt Spitzenleistung. Kann die Lautsprecher nur empfehlen, sagt uns die Annika aus Waldburg.
haben einen schönen, satten Sound für das kleine Ding. Ideal geeignet, um im Computer Musik zu hören. Sind das Geld echt wert? Ja, für einen Zehner. Also ich finde das Wahnsinn. Da sehen wir es natürlich links, rechts neben dem Monitor. Hier würde ich es als Soundbar drunter legen. Aber beim Laptop natürlich, im Laptop sind natürlich auch Lautsprecher drin, aber die sind oftmals ein bisschen schwach. Und mir geht das so bei YouTube zum Beispiel, wenn ich die über einen Laptop anschaue. Manche Videos sind so leise, du bekommst gar nichts mit. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich, dann ist das die perfekte Lösung. Sind Sie Lippenleser super? Wenn nicht, brauchen Sie eine Soundbar. Zack. So. Heute auf dem Knie und natürlich. Zweimal. Spielzeug. Muss ich natürlich für dich was Gutes machen. Was ist denn los? Und was ist für ein Spielzeug? Jetzt muss ich nur schauen. Ja, hier, das ist also so ein Spezialrenner. Ich habe gleich zwei. Ich habe zwei Fernbedienungen. Jetzt muss ich nur schauen, wo man die einschaltet. Vorne an der Nase. Also, Fernbedienung ist an. Fernbedienung ist an. Jetzt müssen wir schauen, ist da schon einer an? Nee. Guck mal, ich muss jetzt mal den Einschalter suchen. Vorne an der Nase. Sie bekommen natürlich immer, guck mal, da. Alle Sie bekommen sind immer eine Bedienungsanleitung dazu. Wir müssen ein bisschen suchen. So, jetzt müsste es, das ist deine Fernbedienung. Dann ist das meine, oder? Oh, ich musste gerade suchen, wo vorne, wo hinten. Oh, habe ich nichts kaputt gemacht? Nee. Nein, das ist... Sehe nichts? Ah, jetzt komm hier. Super robustes Spielzeug. Das ist cool. Achso, wenn du so einen Kreis drehen kannst. Du, aber der hat ja ganz schön Zacken drauf. Steht aber auf dem Zettel schon auch drauf, wie schnell der ist. Also wie 15 Kilometer pro Stunde, Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist nur 10 Euro und das ist kein Preisland. Das bedeutet, Sie können bis 5-mal bestellen und Sie müssen das machen, weil guck mal, wenn einer hat Fernbedienung, dann andere schon ein bisschen sauer, Habe ich die Zunge draußen, oder? Also ich schaue mir den jetzt mal hier an, aber ich finde das so wahnsinnig hier, wenn wir das sehen, mit den Vollgummireifen, die vollen grünen, also das macht schon Spaß, den so laufen zu lassen. Und dem ist egal, ob er so rum oder so rum fährt, der nimmt alles mit, aber ich glaube, du kriegst jetzt noch Besuch. Ich komme auch noch. Das ist das der Wahnsinn, Ich finde diese Überschläge so cool, guck mal hier, guck mal, was macht er. Also der absolute Hammer. Und so ein Spielzeug, ich hätte jetzt auf 25, 30 Euro hätte ich geschätzt. Das ist so ein Stunt-Fernbedienungsfahrzeug, sagt man auch, weil du ja damit also wirklich überall drüber rumpeln kannst. Über Stock und Stein. Aber jetzt für 10 Euro ist natürlich ein Knaller. Der kann vorwärts, rückwärts, der kann mit rechts und links. Du bist schneller als unsere Kameraleute. Übrigens, Carsten fährt auch im normalen Leben genauso Auto. Ich bin in Kärnten geboren, ich darf das. So. Achtung. Das macht so einen Spaß. Cool. So zwischendurch mal hier so ein und dann geht's weiter. Also ich muss sagen, schon allein das Zuschauen begeistert. Ich glaube, da hast du auch ganz schnell Zuschauer, die da zugucken, was du dafür. Also mit sowas bleibst du nicht alleine, definitiv nicht. Ja, und guck mal, zum Beispiel Dario aus Hörnmühlsen schreibt super einfaches, robustes Spielzeug. Und das ist stimmt. Und bestell nur mal für unser Standauto ZX8140 und die 569. Und natürlich, Sie müssen schnell sein und nutzen unseren Preis 10 Euro und bestellen Sie, ich sage, mindestens 2 Stück, oder? Ja, da kann man auch Rennen fahren, eben. So, also ein toller Abschluss unserer heutigen 10-Euro-Überraschungsshow. Oh, ich glaube, das ist natürlich mein Highlight. Ihr es hoffentlich auch. Und wenn Sie andere Highlights haben, auch kein Problem. Aber bestellen Sie es, bevor Ihnen alle anderen die Schnäppchen vor der Nase wegschnappen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Sie gehen jetzt ans Telefon und bleiben Sie auch bei uns. Weil eins ist sicher, es geht jetzt gleich spannend hier weiter, während Carsten und ich hier noch ein bisschen Rennen fahren. Wir sagen Ihnen an anderer Stelle mal, wer das Rennen dann gewonnen hat. Haben Sie auch so viel Spaß wie wir und einen schönen Abend noch. Oh, wie cool!